konnte er sich noch retten. Manchmal finden sie noch jemanden, auch wenn das Gebäude schon eingestürzt ist. Sieht aus, als brächten sie eine Leiche raus. Mediziner hat bestätigt, dass er es ist. House hat mich eingestellt, als mich sonst keiner wollte. Ich wurde seinetwegen gefeuert. Ich habe durch ihn den Mut dazu gefunden. Mir gab er den Mut zu kündigen. Greg war ein... Er war ein guter Sohn. Unsere Beziehung war nicht einfach, aber ich habe nie aufgehört, ihn zu lieben. Ich war mit ihm verheiratet. Ich konnte nicht anders, ich musste ihn lieben. Er war mein Chef und mein Angestellter. Und von beiden habe ich viel gelernt. Durch ihn wurde ich ein besserer Vater, ob er das nun bezweckt hat oder nicht. Er wollte mir beim Sterben helfen. Dafür werde ich ihm immer danken. Er war ein schwieriger Zeitgenosse. Aber tief in ihm versteckt. War die Fähigkeit zu lieben. Er war mein Freund. Und eins sollte man und darf man nicht vergessen. Niemals. Gregory House hat Leben gerettet. Er war ein Heiler. Und letzten Endes... House war ein Scheusal. Er verhöhnte jeden. Jeden. Patienten, Kollegen, seine weniger werdenden Freunde, jeden, von dem er glaubte, er würde nicht an sein Ideal von Integrität heranreichen. Er spielte den Wahrheitssucher, aber in Wahrheit war er ein verbitterter Sadist, der Spaß daran hatte, andere Menschen unglücklich zu machen. Was er bewiesen hat? Indem er freiwillig aus dem Leben geschieden ist, und zwar im Drogenrausch. Und zwar ohne Rücksicht auf die, denen er was bedeutet hat. Gehen Sie ran. Viele Male hat er mich gebraucht, aber als ich ihn gebraucht habe... Also wirklich, wir sind auf einer Trauerfeier. Nun gehen Sie schon bitte ran. Das ist mir echt peinlich. Ich war mir sicher, dass ich es ausgeschaltet habe. Das ist nicht meins. Halt die Klappe, Idiot. Hi. Wie? Ich bin hinten aus dem Gebäude raus. Und die Leiche? Ich habe die Zahnarztunterlagen vertauscht. Du zerstörst dein ganzes Leben. Es gibt für dich kein Zurück mehr. Und du gehst für Jahre ins Gefängnis. Du kannst nie wieder praktizieren.
Ich bin tot, Wilson. Wie willst du deine letzten 5 Monate verbringen?